Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mich eingeschaltet habt und Merry Christmas! Genau, ich bin hier zur Weihnachtssaison und zeige euch jetzt in diesem Video, was ihr alles erleben könnt. Shows, Charaktere, Essen, Getränke. Ich würde sagen, los geht's! Zuerst zeige ich euch die wunderschöne Dekoration. Charaktere zur Weihnachtssaison, Stitch, Donald, Jack Skeleton, Goofy, alle in ihrem Weihnachtskostüm und die seht ihr jetzt. Stitch! Hello Stitch, how are you? Hello. You look so lovely, as Santa Claus. I love your costume. You look so cute with your little beard. And you have so many candy corns. Can we eat them? Should we try? You don't, you should try maybe to eat them. And good? Yeah, I can imagine. Maybe I'll bring you later a real one, huh? Good idea? Let's have some pictures. Stitch, Merry Christmas and see you on Christmas Day with lots of presents. Hi Donald, Merry Christmas. How are you? I love your costume. Who did it? Daisy? And who did the nice Christmas tree? Also Daisy as well? Did you have help from Mickey and Minnie as well? A little bit? Let's have some pictures. Yeah. Thank you Donald. Merry Christmas. Bye. Hello, my friend! Hi, Jack! How are you? Good, and you? Oh, what's this? A camera. And a monster's in it? Yeah, no, oh, it's you!
It's me, with you! Yeah, together. Oh, hello, my friends. Merry spooky Christmas, Merry no? Merry spooky Christmas, yeah, that's right. Are you Who are you? Good, and you? I have a horrible day, but we still need to prepare for Christmas. That's true. Are you bringing my presents this year? Yes, we're Santa Claus. Do you know already what you would like to get for Christmas? Something Disney with Mickey. Ooh, and some chocolate books, right? Yes. They're very good to see you, my friends. Good. Yes. Yes. Ooh, very good. Have a horrible Christmas. Bye-bye, my friends. Bye. Cheers. And greet Sally from us. I'm good. Thank you. Bye. Hello. Hi, Santa. Hello. Hi. Oh, hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you again. Yes, I met One you last ago, year. Yes. You remember good. You? Yeah, I'm a good friend. Bye. Thank you. Bye. Kiss all Germany from me. We will. Yeah. Thank you. Ihr könnt auch Club von Miss Bunny treffen. Die Warteschlange ist mir aber jetzt zu lang. Ich werde mich jetzt leider nicht anstellen. Goofy! Yeah, I'm coming. Okay. Come on in, girls. Hello. Hi, Goofy. How are you? Just all and all, okay? I love your Christmas outfit. Mine as well. It says Merry Christmas. Like it? We can do like the commentaries in the videos, you know? Oh, yes. Oh, they're very excited. Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year. And a Happy New Year, even if it's in November. We do the commentaries. Like a documentary. Oh. Oh, yeah. She loves his outfit. You need them? Next time, okay? I talk to my friend and she makes me one, okay? We can buy Goofy some ears. Because they are self-made. Yeah. Wow. Yeah. So cool. Yeah. You look so cozy with your beard and so warm. So lovely. Merry Christmas, Goofy. Merry Christmas. Hi, Remy. Hi, Emil. Good morning. Did you had breakfast already? Some cheese? You had some cheese? And you, Remy? You were cooking. Some omelette, maybe? Oh. We're going to test Remy to make you. Sorry. Looks like you had enough. Oh, so Hi, Olaf. So nice to see you here in Paris. Finally, you made it. Long journey, no? How do you like it here? It's cold, no? Yeah. So let's have some pictures. Can you just hold? Yeah, it's filming. Did you see? I have your pink here. And I have some old earrings with you as well. Wow. Warm hugs. Okay. Laura and Prince Philip.
Zusammenfassung findet ihr das aktuelle Merchandise, Christmas Merchandise in dem Fall, in Floras Boutique an der Ecke auf der Main Street. Falls ihr eine Anregung für einen Weihnachtsbaum braucht, die gibt es hier zu genügen. Der erste. Dann gibt es hier einen in Pink und Blau, auch sehr schön. Schaufenster sind immer sehr liebevoll dekoriert. In der Nähe vom Hyperspace Mountain bekommt ihr diesen Shortbread Mickey Stick. Ein weiterer Snack, den es hier zur Christmas Season gibt, ist Minis Puff Surprise mit Vanille. Ich probiere ihn jetzt mal und er kostet 4,29 Euro. So, Minis Puff Surprise probiere ich jetzt mal. Und? Ich habe noch nicht so viel von innen gespürt. Achso, gespürt. Probiert. Lecker. Im Café Fantasia bekommt ihr ganz günstige Drinks. Die sehen natürlich super aus, aber leider sind sie wirklich, also sie sind nicht günstig, wie ihr sehen könnt. Aber die Atmosphäre ist toll. Ich zeige euch das mal hier. Es ist weihnachtlich dekoriert. Es ist warm und man kann sich hier wirklich gemütlich hinsetzen und den Kakao genießen. Wir haben uns jetzt den Kakao gegönnt. Ich habe Mickey, Debbie hat Minnie. Guck mal, wie süß die aussehen. Aber gut, für 8 Euro. Müssen die süß aussehen. Genau, wir probieren jetzt gleich mal und berichten. So, wir haben jetzt unseren Kakao probiert. Ich habe Orange und du hast Beeren. Genau. Meiner schmeckt wirklich stark nach Orange und deiner ist... Mein schmeckt eigentlich nach Kakao mit so einem Hauch was anderem. Aber es, also ich finde es wirklich lecker. Ja, es ist warm, es ist gut gerade. Und auch die Atmosphäre hier. Also es sind 8 Euro und wir haben auch keinen Rabatt hier, auch nicht mit unserer Jahreskarte. Man muss es sich dreimal überlegen, aber wirklich so einmal pro Tag. Jetzt macht Nadine Fotos von uns. In den Studios findet ihr folgende Weihnachtssnacks.
und ein Mickey Sandwich. Das probieren wir sehr wahrscheinlich später. Beim Bäcker auf der Main Street bekommt ihr Olaf Cupcakes, Mini Cupcakes, Mickeys und die Kekse, die es sonst auch immer gibt. Debbie probiert jetzt den Nutella. Ja, Nutella ist das. Nutella? Warum sagt mir das nicht jemand vorher? Ich direkt 5 gekauft. Und die waren sogar im Sale. Warum auch immer. Vielleicht weißt du gleich, warum sie im Sale waren. Ich mach das hier mal ab. Ne, das ist so ein Plättchen. Okay, Olaf ist jetzt gestorben. Ist der gefüllt? Also ich weiß jetzt nicht, warum der im Sale war. Sehr, sehr lecker. Ja? Ja. Schmeckt man die Nutella? Ja. Es ist einfach sehr lecker. Nicht zu süß, aber doch süß. Es gibt auch ein Weihnachtsmenü im Lucky Nugget im Frontierland. Gefüllter Truthahn mit ein paar Kartoffeln, Mais, Getränke, also All-You-Can-Drink-Getränke gibt es hier im Lucky Nugget und ein Dessert für 23,99. Ich werde es nicht probieren. Axel hat es probiert. Ich verlinke euch das Video bei dem i. Ihr könnt gerne mal schauen. Ihm hat es super lecker geschmeckt. Also eine Weiterempfehlung. Im Disneyland Hotel in der Lobby findet ihr auch ein echtes Lebkuchenhaus. Ihr seht, alles ist echt. Hier steht auch irgendwo, wie viel ihr bräuchtet, um so ein Haus nachzubauen. Ich suche das mal. Aber es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ihr könnt das Disneyland Hotel besuchen. Hier fährt eine kleine Eisenbahn. Also falls ihr mal vorhabt, das Haus nachzubacken, hier ist das Rezept. 120 Kilo also Zucker, 5 Liter Zitronensaft, 20 Kilo Eiweiß. Also hier seht ihr es. Falls ihr mal vorhabt, das Haus nachzubacken, viel Spaß, schickt mir Bilder. Gosh, isn't winter great? I hope everything is ready to meet all of our dear guests and winter. Yes, über die Weihnachtssaison hier im Disneyland hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ciao! Deck the halls with boughs of holly, la 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 la.
is the season to be Charlie. La 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 la.